Oh, scheiße, im Hintergrund ist mein... Ich hab mein Bett gar nicht gemacht. Ja. Und eine Unterhose, nice. Ah, so, jetzt bin ich aber da. Für günstige, schnelle und sichere FIFA-Münzen sowie PSN-Karten oder Microsoft-Points, schau mal in die Beschreibung, dort findest du den Link zu meinem Sponsor MMOGA. So Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Pack-Opening mit mir, dem Simon von den Gamer Brothers. Und ja, vorab, falls ihr günstige Ultimate-Team-Münzen sowie PSN-Karten oder Microsoft-Points kaufen möchtet, schaut mal in die Beschreibung, dort findet ihr den Link zu meinem Sponsor MMOGA. Die haben momentan einen sehr günstigen Kurs und vor allem, sie versenden die Accounts ziemlich schnell, aber sie können natürlich auch noch Münzen so auf euren Account machen. Dazu schaut einfach mal in die Beschreibung, den Link zu MMOGA findet ihr dort, Comfort Trade. Nämlich ziemlich geil, habe ich jetzt auch gemacht, habe ich mir auf meinen Account nochmal 4 Millionen geholt, ihr werdet es dann im nächsten Ultimate-Team-Part sehen. Da ist ein netter Spieler bei rumgekommen, aber jetzt sind wir auf einem von mir gekauften Mule-Account, also auf einem neuen, wo ich jetzt mal wieder ein paar Packs ziehen werde und ja, wir haben ja immer noch Ronaldo im Team der Woche, Ibrahimovic. Man of the Match gab es nur für 24 Stunden, aber das ist ja auch egal, wir haben hier einige geile Spieler, Hulk, Quaresma, Castro ist auch nicht schlecht, Rodriguez, Hermann, also auch ein paar Bundesligaspieler, auch die Silberspieler sehen gar nicht so schlecht aus und ja, Ronaldo, wenn man den zieht, ist man reich und ja, das versuche ich jetzt einfach mal. 3,03 Millionen Münzen. Ich schau mal, was ich davon ausgebe. Vielleicht sogar alles. Mal schauen. Und ja, los geht's mit dem ersten Pack. Und wir haben direkt Sergio Ramos gezogen. Oh mein Gott. Zweites Pack Sergio Ramos. Zwischen 80 und 120k Wert. Oh, der wird sogar verkauft. Ein Glück. Sergio Ramos. Fangen wir direkt mit einem richtig guten Spieler an. Sergio Ramos. Unglaublich gut. Das hat sich doch mal gelohnt, Freunde. Fitnesskarte nehme ich auch noch mit. Zweites Pack, Sergio Ramos, oh mein Gott. Oh mein Gott, und noch nicht mal ein Alaba-Pack, noch nicht mal ein Alaba-Pack. Trotzdem, egal, Sergio Ramos, geil. So, wen haben wir hier gezogen? Deulofeu, okay, was ein geiler Name. Wie spricht man denn eigentlich aus? Schreibt es mal in die Kommentare. Deulofeu, Deulofoeu, what? Egal, schreibt es mal in die Kommentare, wird wahrscheinlich nichts wert sein, also discarden. Und ein David Alaba-Pack, komm schon, David Alaba, Hashtag Alaba-Pack, Skip-Pack und De Rossi, ein 84er-Spieler, der aber leider nichts wert ist, immerhin vom Rating her. Wird es besser, aber De Rossi ist noch nicht so ganz das, was ich haben möchte, also da muss schon was mehr her. Ich bin der Simon und ich öffne ein David Alaba-Pack und da ist ein Chemistil drin, der 10.000 Coins wert ist. Nice! Mein Name ist Guaita. Vicente Guaita. Oh ja. Yeah. Oh, ich bin der Rocker Santa Cruz. Der Guaita steht auf mich. Schwänze, geil. Was zum Fick machen die da? Das ist gay. What the fuck? Die Jugend von heute. Die Jugend von heute, Freunde. Leute, damals hatten wir noch plus 15% Tempo bekommen. Aber jetzt. Naja. Pedro Rodriguez Ledesma. Nichts wert. Ich muss mehr Packs ziehen und ziehe in einem Pack eine Hull City Trikot und eine Hull City Auswärtstrikot, was nichts wert ist. Also mache ich eine Discardo von Di Pecco. Der Moment, wenn man Rolando zieht, ja? Das war in FIFA 13 so bitter. Wer bitte Rolando? Rolando. Es ist ein Buchstabendreher. Es ist so bitter. 39 PS. Aha. Oh, Karim Benzema, 85er Spieler. Aber ich glaube, der ist gar nichts mehr wert. Ja, zwischen 1 und 11k. Geht für, ja, 8500 immerhin weg. Also, Freunde, es geht noch, ja. Stellen wir auf den Transfermarkt. Es hätte schlimmer kommen können, ja. Also, es ist okay. Komm schon, Hashtag David Alaba Pack. David Alaba. David Alaba, Lord Bentner. Im Alaba Pack. Oh, geil, ey. Lord Bentner im Alaba Pack. Ja, komm, den speichern wir auf jeden Fall auch. Oh, Bentner. Geil, geil. Ja, wie gesagt, Alaba Packs, ne? Es kann nur was Gutes kommen. Jo, Costa und Matic in einem Pack. Ich hoffe, die sind wenigstens noch ein bisschen was wert. Costa zwischen 13 und 23k. Und er wird, ja, nicht verkauft. Geil. Ich kann ihn nicht verkaufen. Woo! Oh, Khedira und Choupo-Moting in einem Pack. Khedira soll ja angeblich nach Schalke wechseln. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr meint. Ist Khedira der Richtige für Schalke? Mich würde es auf jeden Fall mal interessieren. Betrifft er eben auch meinen Herzensclub?
Choupo-Moting bis jetzt mit einer ziemlich schlechten Rückrunde, muss man leider sagen. Also schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass Khedira auf jeden Fall nach Schalke wechseln soll. Ich bin mir nicht ganz sicher, denn ich muss ganz ehrlich sagen, er ist ja verletzungsanfällig, ansonsten trotzdem Top-Spieler. Schreibt es mal in die Kommentare, Khedira nach Schalke, passt das, ja oder nein? So Leute, letztes Pack für dieses Pack-Opening, Lionel Messi. Komm, bring mir nochmal was Gutes ein. Es ist Clint Dempsey. Hätte eigentlich auch 5-Star-Skills verdient gehabt in diesem FIFA. Hat leider nur 4 Sterne. Ich würde sagen, das war's dann auch erstmal. Die Ausbeute war ganz in Ordnung. Aus ca. 700.000 Münzen haben wir zumindest Ramos rausgeholt. Leider kein Inform. Und sonst keinen richtig krassen Spieler, der irgendwas wert ist, außer Ramos. Naja, trotzdem eigentlich ganz solide dafür, dass ich in den letzten Pack-Openings gar nichts mehr gezogen habe. Immerhin Ramos, ich will mich nicht beschweren. Falls ihr so ein Shirt haben wollt, schaut mal in die Beschreibung. Dort findet ihr den Link zu gamerbrothers.spreadshirt.de. Ja, meinen neuen Shop für Klamotten, Merchandise und alle möglichen. Diesen Artikel hier, also dieses T-Shirt, bekommt ihr dort natürlich auch. Jetzt mittlerweile noch mit einer bisschen besseren Qualität. Dieses Logo ist noch ein bisschen größer. Ich habe das Ganze nochmal überarbeitet. Ich will euch ja nicht irgendwas andrehen, was ich selbst noch nicht getestet habe. Oder eben auch Gamerbrothers TV Handyhüllen. Also alles in der Beschreibung könnt ihr finden. Ich würde sagen, wir sehen uns bis dahin. Haut da rein, bis zum nächsten Video und macht's gut. Und wie immer, Like-Button eskalieren. Sonst seid ihr... Keine Ahnung. Ist mir egal. Ich will jetzt immer spontan was raushören. Mir fällt nichts ein. Egal. Macht's gut, haut da rein und ciao.